trotzdem erwartet man dann schon so ein bisschen, dass die Leute reingucken. Ist ganz einfach so. Wenn du etwas nur für dich produzierst, ja, dann brauchst du es nicht produzieren. Dann kannst du die Videos aufnehmen, brauchst sie aber nicht langwierig rendern. Weil das dauert nämlich immer Stunden, bis die ganzen Videos gerendert sind. Das muss auch immer bedacht werden. Das kostet Zeit. Und wenn es keiner guckt, dann sind es tote Videos. Die bringen mir ja auch nichts in Bezug auf die zukünftige YouTube-Partnerschaft mit Playtimes TV. Bringt mir nichts. Ne? Später ja. Dann gucken mit Sicherheit mehr Leute rein. Aber jetzt momentan ist es halt so, dass das halt totes Videomaterial ist. Ne, das liegt dann da irgendwo auf YouTube rum. Ein, zwei Leute gucken da hin und wieder mal rein. Aber es bringt nichts. Deswegen produziere ich ja auch noch so gerne Minecraft, weil da halt immer noch genug Leute reingucken. Für mich. Für meine Verhältnisse. Werde aber auch Tutorials und all sowas produzieren. Ich werde den ganzen Tag heute produzieren, weil heute ist Karfreitag. Und ich habe sowieso meine Hosen alle in der Wäsche. Das heißt, ich kann sowieso nicht vor die Tür. Und es hat sowieso alles zu. Das heißt, ich brauche auch nicht vor die Tür. Ah! Okay, wir haben mal eben die Wolle weggeschmissen. Und warum haben wir den Diamanten noch im Inventar? Das macht mir ein bisschen Angst. Finde ich ein bisschen scheiße jetzt, Kacke. Ja, da haben wir Mist gebaut. Aber sowas von. Du, 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 du. Du, 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 du. Stell dir vor, wir hätten das Obsidian reingeschmissen. Das wäre ärgerlich gewesen. Das wäre sowas von ärgerlich gewesen. Und guckt euch mal die Spitzhacke an. Die ist ja immer noch sehr haltbar. Die hat ja immer noch zwei Drittel an Lebenserwartung. Ups. Zwei Drittel an Energie, die wir damit aufbringen können. Achso, jetzt wird der rechte Block abgebaut. Okay, ich sehe das gerade an der Zerstörungsanimation. Muss ich vielleicht nochmal arbeiten, weil jetzt am 1., ich weiß jetzt nicht, ob jetzt von der Aufnahme aus schon der 1.4. ist. Keine Ahnung, da kommt Bumpcraft Series 5 auch für Minecraft 1.5. Und alle Nachfolgeversionen, die jetzt erstmal in nächster Zeit kommen, also vielleicht 1.5.2, 1.5.3. Solange da keine neuen Texturen kommen, bleibt das immer die aktuellste Version. Müsst ihr euch immer merken. Also auch nicht nachfragen von wegen, oh, wann kommt das für 1.5.1? Das ist doch nur für 1.5. Gibt dann kein Update. Gibt nur ein Update, wenn ich mir überlege, irgendwas anders zu machen, weil es buggy ist oder sowas. Kann auch mal passieren. Und falls ihr das Texturpaket für eure Videos verwenden wollt, ihr braucht nicht fragen, ihr könnt es einfach verwenden. Anders sieht es aus, wenn ihr das Texturpaket modifizieren wollt und dann eine eigene Version bringen wollt. Also so ein Mixpack und sowas. Das will ich nicht. Da könnt ihr auch 100-mal fragen, das werde ich niemals zulassen. Weil es ganz einfach, ganz vieles davon ist meine Arbeit. So, ich glaube, das müsste reichen. Aber wir bleiben erstmal hier unten. Kacke. Hey, Spinne. Ach, da ist die Spinne. Okay. Wir sollten uns hier mal so ein bisschen das Gebiet wieder absichern. Und wie gesagt, stimmt ab für die nächste Spielserie, die ich parallel starten soll zu Minecraft. Macht es einfach. Weil dann hat nämlich derjenige, der als erstes sagt, was wir spielen sollen, die Chance, einmal hier in Minecraft dabei zu sein, einen Gastauftritt zu kriegen. Ha, guck mal, da hinten ist ein Zombie und wir gehen aber schlafen. Ah, guck, es ist aber Tag. Sterbt. Los, ab.
Verrecken. Nein! Mein Schwert! Mein Schwert! Hey! Der Zombie hat mein Schwert! Der hat das Schwert nicht fallen lassen. Du alte Mistkrücke. Ach, ich habe mein Schwert ja wieder. Cool. Kann ich aber so nicht reparieren? Doch, kann ich. Können uns auch irgendwann mal einen Amboss machen. 36 Leder. Scheiße, und jetzt ist natürlich die ganze Wolle weg. Wir werden noch mal ein bisschen Wolle sammeln. Nebenbei. Also, wir sind jetzt hier so ein bisschen auf Sammeltour. Bis es dann weitergeht in den Dschungel. Vorausgesetzt, wir finden den Dschungel wieder. Ich muss mir mal eben was zu trinken einschütten. Ich habe voll das Pappmaul gerade. Ja, und gleichzeitig fällt mir aber auch ein, dass ich mit so vielen Leuten mal wieder was unternehmen will. Ah, guck mal. Nachgewachsen. Warte mal, die waren hier in die Richtung, waren so viele Schafe. Da hinten auf einer ebenen Fläche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war. Ach, guck mal, ein Creeper, ein weißer Creeper. Hallo, weißer Creeper. Verpiss you. Ach, weißt du was? Komm her. Spreng mich, spreng mich! Mistkrücke. So viel Sprengkraft hat er. Habt ihr das gesehen? Gleich 6 Herzen weg. Ach du Scheiße. Wer hat die so völlig overpowered eingestellt? Es war doch bestimmt dieser blöde Erfinder. Der meinte, Minecraft wäre cool. Hallo, Creeper. Jo, haben wir wieder ein Loch hier in der Gegend, okay. Keine Schafe mehr in der Nähe? Naja gut, dann gehen wir zurück. Ich glaube, die sind wirklich beim Dorf in der Nähe oder beim Spawn. Und rüber. Ah, es ist mir so ein bisschen zu... gerade. Wollen wir nicht. Ja, und ich habe es mal geschafft, Last Christmas on Jingle Bells aus der Liste zu löschen. Jetzt, wo Weihnachten wirklich auch schon 3 Monate her ist. Über 3 Monate. Und wieder werde ich angeskypt. Es sind immer dieselben Leute. Immer. Wie kommt's, dass hier so viele Schweine sind? Das können doch nicht alles meine Schweine sein. Fällt mir auch immer wieder so ein schönes Lied ein aus GTA 4. 1, 2, 3, schicki schicki Schweine. Oh oh, 1, 2, 3, schicki schicki Schweine. Von Glucosa. Und es wird bald Zeit für Mittagessen. Eigentlich wären wir heute essen gegangen, meine Ex und ich. War auch nach Beziehungsende noch geplant, aber wenn man sich nicht meldet diesbezüglich, dann ist Pech. Dann ist Pech. Ist ganz einfach so. Morgen habe ich so ein paar Frischkäse-Jalapenos gegessen. Habe ich immer mit ihr zusammen gegessen. Und dann habe ich ein bisschen Fable gezockt. Habe ich immer mit ihr zusammen gezockt. Hat sie dann auch gleich kommentiert. Ja, wenn man sich nicht meldet, hat man Pech gehabt. Ganz einfach.
mehr als Gutes für jemanden tun kann ich nicht und mehr als jemanden hinterher zu rennen, deswegen kann ich auch nicht. Und ich habe da aber auch keine Lust drauf, da den Leuten immer hinterher zu rennen und immer der zu sein, der sich meldet. Es ist ganz einfach so. Weil dann schaffe ich es natürlich auch nicht, mich bei anderen noch zu melden, wenn ich mich immer nur bei bestimmten Leuten melde. Halt mitnehmen. Da hinten auch nochmal mitnehmen. So, und wir sind ja jetzt schon beim Dorf. Da hinten sind noch einige Schafe. ...41 Wolle. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal so ein bisschen aufstocken auf 64. Bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, aber wir machen's. Und dann werden wir hier erstmal nochmal Weizen anpflanzen da hinten. Oh. Was? Sag mal, hast du noch zwei Tagescode für Xbox? Ich nehme gerade auf. Ich kann mich nicht bei dir melden. Ja, das werden wir auch noch reparieren hier im Dorf. Wir werden das alles wieder herrichten hier. Aber nicht jetzt. Wir werden auch mal den Death Point löschen. Waypoints, Death Point. Remove. Ja, das werden wir auch wieder herstellen. Ah, dafür ist schon zu voll die Kiste. Ziegelsteine können wir hier lassen. Lehm können wir nochmal in den Ofen packen. 32, da reicht die Kohle nicht für. Hier aber. So, 42 Leder. Wir können uns mal eine Lederrüstung machen. Was haltet ihr davon? Wir wollen gar keine Eisenrüstung. Aber wenn wir sterben, dann sterben wir sowieso. Und meistens fallen wir dann ja in Lava. So, ich muss hier die Ledertextur noch ein bisschen überarbeiten. Die ist ein bisschen buggy. Werde ich dann im nächsten kleinen Update machen. Wie gesagt, es wird immer sofort angekündigt. Okay, Lederkappe, Lederstiefel, Lederharnisch. Was nehmen wir für eine Rüstung? Blau? Ja, wir können ja mal blau nehmen. Einfach mal gucken, wie es aussieht. Ach so. Der gelbe Farbstoff muss ja erst hergestellt werden. Können ja auch nochmal extremer gelb einfärben. Nee, können wir nicht. So. Machen wir einfach mal blau-gelb. Weiß nicht, ob das irgendwelche Fußballfarben sind, weil mich das immer nicht interessiert. Fußball und so ein Scheiß. Boah, sieht eigentlich ganz gut aus. Ach so, wir können ein paar Samen mitnehmen. Können wir das Feld wieder herstellen und... Ja, da haben wir nur einen einzigen Block. Da haben wir 7 Blöcke.
Stein können wir mitnehmen. Kies nehmen wir auch mit. Können auch Sand mitnehmen. Und wir gehen mal schlafen gleich. Weil Sonne geht unter. Wir haben unseren Blick immer so zur Sonne, ne? Vom Bett aus.